willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und ihr habt schon gesehen, der Homer ist wieder am Start. Nee, der dicke Ramses. Und jetzt habe ich schon wieder die App zugemacht. Nein, wir gehen nochmal hier drauf. Es ist Sonntag und man merkt natürlich, dass Sonntag ist, denn die Straßen sind leer, die Geschäfte sind zu, keine Menschenseele zu erblicken, alle liegen zu Hause, halten Mittagsruhe oder bereiten gerade Klöße mit Schweinsbraten vor, wie auch immer. Und ihr seht einen Fünfer-Raid, nämlich an den Löwen. Da ist ein Giratina aufgetaucht. Und da wollen wir die Gunst der Stunde mal nutzen, den mal solo zu probieren. Aber nicht solo, ich alleine, aber natürlich mit drei Accounts, meinem Eiver Scharf, Eiver Mild, Eiver Soft. Es gibt ja nun schon Leute, die haben das also zu zweit geschafft. Aber ich kenne jetzt keinen richtig krassen, korrekten Trainer auf Level 40 mit geeigneten Kondern und Pokémon, der das mit mir in Angriff nehmen könnte. Ich kenne zwar Leute mit krassen Pokémon und die sind aber nicht korrekt und deswegen probieren wir das mit denen nicht. Und ja, mal schauen, vielleicht ergibt sich nochmal die Gelegenheit, vielleicht sogar mit dem typisch Andy, ihr wisst noch, der Jigsaw-Killer aus Suhl, mit dem ich ja das Deoxys zu zweit gelegt habe. Vielleicht hat der ja mal Bock, einen Giratina zu zweit zu machen. Ansonsten probieren wir es jetzt erstmal zu dritt. Wir, genau, ich bin zu dritt. Schizophren, Grüße gehen raus. Und wir melden uns gleich zurück natürlich beim Raid. Den werde ich hier einblenden, versuchen mit drei Bildschirmen, dass ihr das seht. Und danach noch ein Schlusswort, ob wir es geschafft haben oder nicht. Aber die Gardinenstange wartet schon, also wir sehen uns dann.
So, wie ihr seht, die Kapuze ist auf, denn es ist arschkalt, man friert sich hier alles ab. Die drei Accounts liegen noch da, jetzt im Fangbildschirm, und es hat ein paar Probleme gemacht, wie man vielleicht gesehen hat. Ganz links bei dem komischen Ulefon, Drecks China-Handy. Wie hat es wieder gehangen? Ich wollte nur das Team wechseln, nachdem das einmal gestorben ist, wollte ich rüber switchen aufs nächste. Nein, es hängt und hängt und tippt das an und geht nicht mehr raus und hängt weiter und sonst wie. Auf jeden Fall war es jetzt gut geschafft mit drei Accounts auf jeden Fall. Die waren auch gar nicht so krass, so stark. Wie gesagt, auf dem einen habe ich nur lauter Latios und Latias gehabt, frisch aus dem Raid, also von damals. Nichts gepusht, alles Level 20 und trotzdem ging das einigermaßen gut. Wir werden das Ganze jetzt noch eintüten und dann vielleicht nochmal zurückmelden. Also bis gleich. Wieder zu Hause angekommen und ihr habt gesehen, mit drei Accounts ist das kein Problem, in Anführungszeichen, oder mit Schneckenfühlern. Wie gesagt, das waren jetzt nicht die besten Konda auf den Accounts. Ihr habt gesehen, da waren viele Raid-Bosse dabei, gerade bei Drachen. Ich habe mir ein Drachenteam erstellt auf dem Ivar Soft Level 38, wo die Raid-Bosse selber alle nur Level 20 waren und nicht die besten IV hatten, und da geht sicherlich einiges mehr, wenn man da wirklich sich ein Drachenteam zusammenbastelt mit Level 40er Drachen und da drauf haut, dann macht das nochmal viel mehr her. Ich habe danach erst die Despo da reingenommen, die guten, obwohl Despo da jetzt ja nicht so krass ist dagegen, Drachen eben besser, aber wer da richtig gute Drachen hat, könnte es ja sogar zu zweit mal probieren. Ich habe immer noch diese Challenge, Herausforderung, spreche ich aus, an typisch Andy, dass wir vielleicht das mal probieren. Außer jemand anderes hat Bock, dass wir das mal probieren, dann könnten wir das gerne mal machen und so zwei testen. Ich habe immer noch was Besonderes, ein neues 100er, ein Drachen, den ich mir entwickeln könnte, den hochziehen, dann hätte ich nochmal was Krasses in meiner Armee. Und ja, wenn ihr was Krasses habt an Drachen, zieht das hoch, gebt euch 15 Angriff hin und her und probiert das mal. Mit 20 Leuten ist das ja kein Problem, mit 10 Leuten ist das kein Problem, aber nehmt euch mal eine Herausforderung, probiert es wirklich mal mit so wenig wie möglich, auch bei Deoxys. Das ist immer was ganz Besonderes, wer sonst keine Ziele bei Pokémon hat, kann sich natürlich das auch als Ziel nehmen, Raid-Bosse mit möglichst wenigen Accounts und wenigen Spielern zu besiegen. Machen ja viele. Viele finden das total schwachsinnig. Aber ich finde, das hat seinen speziellen Reiz natürlich, das Maximum rauszuholen. Denn wirklich im Notfall, wenn ein Raid zustande kommen soll, kommt immer wieder die Frage auf, reicht das? Sind wir genug? Wie viele Leute brauchen wir? Und dann ist es gut, wenn ihr wisst, dass es mit so und so vielen Leuten mindestens klappt und zustande kommen könnte, damit ihr das auch besser einschätzen könnt. Und deshalb probiert es einfach mal aus. Das war's aber für diese Folge. Wir sehen uns natürlich in der nächsten. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.